Heute Morgen geht es früh los, denn es geht nach Hamburg. Wunderschönen Buongiorno, Ladies and Gentle People. Es ist mal wieder Zeit für eine Tour nach Hamburg. Wir sind deswegen auch früh los, weil wir haben uns gedacht, wenn wir was von Hamburg sehen wollen, dann müssen wir den Tag nutzen. Eigentlich hat man uns gesagt, wir haben das typische norddeutsche Sommerwetter, Regen, Sturm und wahrscheinlich auch Gewitter. Deswegen haben wir uns schon eigentlich damit abgefunden. Aber Gott sei Dank, wir hatten eigentlich sehr gutes Wetter. Ab und zu hat es mal ein wenig genieselt. Es war zwar ständig bewölkt, aber so hatten wir gar keine großen Probleme. Naja, wir sind Gott sei Dank auch morgens pünktlich mit dem Zug nach Hamburg gekommen und haben dann gleich gedacht, erstmal in Ruhe frühstücken, denn irgendwie sind wir davon zu Hause gar nicht dazu gekommen. Also sind wir erstmal in die Hamburger Innenstadt und haben uns ein nettes Plätzchen ausgesucht, wo wir was frühstücken konnten. Nachdem wir dann gut gestärkt waren, haben wir uns in die Europapassage begeben zu Elbenwald. Wer Elbenwald nicht kennt, einfach mal reingehen. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Aus Seelenmut. Kämpfe für den Sieg über Dunkelheit. Eigentlich nichts, was es nichts gibt in Sachen Merchandising. Du findest alles. Doctor Who, Sailor Moon, wie gesagt, du findest dort Star Trek, Star Wars, alles mögliche von Marvel, DC, also wirklich ein absoluter Nerdladen. Ja, was natürlich auch zu einer Stadtführung gehört, Hamburg, das Rathaus. Die meiste Zeit waren wir in Hamburg eigentlich ja, zu Fuß unterwegs. Und das Schöne ist in Hamburg, du kannst eigentlich alles auch gut zu Fuß erreichen. Ja, wir haben einfach gedacht, wir brauchen jetzt nicht viel mit U-Bahn fahren. Somit haben wir eigentlich das alles gut genutzt. Natürlich auch noch direkt an die Alster begeben und sofern du dich gleich an die Alster setzt, gut zum Füße reinsetzen, war es jetzt natürlich zu kalt, aber du bist sofort umzingelt von Schwänen. Wie gesagt, wir sind zwar viel zu Fuß, aber einige Strecken mussten wir dann doch auf die U-Bahn zurückgreifen, weil ich glaube, da hätten wir uns dann doch die Füße wund gelaufen. Ging aber sehr fix alles voran, wir sind nur ein, zwei Stationen gefahren und dann waren wir schon bei unserem nächsten Ziel von der Hamburger Innenstadt, Europapassage und Rathaus, einmal hin zum Hamburger Michel. Aufgebaut, verbrannt. Wieder aufgebaut, Blitzschlag. Und mit seinen 132 Metern gehört seit dem 16. Jahrhundert der Hamburger Michel zum Wahrzeichen von Hamburg.
Von dort aus war es eigentlich ein Katzensprung direkt zu den Landungsbrücken, wo man von dort aus auch viele Musicals erreichen kann. Zum Beispiel im Augenblick Der König der Löwen. Wer dieses Musical sich mal anschauen möchte, ich kann es jedem nur empfehlen. Natürlich auch haben wir dort Das Wunder von Bern, auch als Musical sehr schön. Muss ich allerdings gestehen, habe ich persönlich noch nicht gesehen. Aber das, was man mir gesagt hat, soll es doch sehr schön sein. Ansonsten ist es natürlich für den Tourismus, Stadtrundfahrten beginnen von dort an, dementsprechend jede Menge Menschenmassen. Die Landungsbrücken in Hamburg befinden sich direkt zwischen dem Niederhafen und dem Fischmarkt. 1939 sind hier noch fast 900 Flüchtlinge, teils Deutschjuden, ins ferne Kuba geflüchtet. Heutzutage ist es eine Anlaufstelle für Tourismus, Veranstaltungen und Musik. Und wo wir gerade von Musik reden, was lässt sich am besten verbinden mit Musik? Die zweitschönste Sache der Welt, Essen. Und deswegen gehen wir jetzt. Das Hardrock-Café direkt an den Landungsbrücken ist natürlich richtig super gelegen und das war eigentlich auch mein ursprüngliches Ziel. Ich wollte dort unbedingt rein. Ich liebe diese Burger beim Hardrock-Café. Absoluter Genuss. Also jeder, der mal nach Hamburg kommt, geht ins Hardrock Café und bestellt euch einen Big Cheeseburger. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein, du sollst bis morgen früh um 9 meine kleine Liebste sein. Ist es dir recht, ja, dann bleib ich dir treu, sogar bis um 10. Hak mich unter, wir wollen zusammen mal bummeln gehen. Wer diese Textstelle kennt von Hans Albers, weiß, wo wir uns jetzt befinden, und zwar direkt im Herzen von St. Pauli. Früher eher dadurch bekannt durch seine leichten Mädchen und durch die Table Dance Bars. Heute eher schon, ja, eine Szenestraße, geschweige denn auch eher schon für den Tourismus. Also nicht nur für die Seemänner, wie damals es eigentlich gedacht war, um einfach seine Heuer loszuwerden. Gehen auf der Reeperbahn nachts zum Rhein, ob du Mädel hast oder auch kein, Amnesias du den, denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts zum Rhein. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht, mein St. Pauli, St. Pauli, Weihnacht. Ja, wir haben natürlich dann gleich vom Hardrock-Café aus genutzt, einfach mal einen kleinen Verdauungsspaziergang. Und vom Hardrock-Café aus von den Landungsbrücken her ist es auch gar nicht so weit. Also man läuft knapp seine guten eine Viertelstunde nicht mal, dann ist man eigentlich schon direkt in St. Pauli auf der Reeperbahn. Ja, und wie jetzt schon gerade gesagt, es ist nicht nur gedacht, netten Damen zu sehen oder die Table-Dance-Bars zu besuchen. Inzwischen ist es wirklich auch viel Tourismus. Also es gibt dort viele Cafés, Kneipen, Souvenirläden. Also inzwischen ist wirklich die Reeperbahn nicht nur, ja, verrucht, sondern bekannt geworden eben halt. Es ist die bekannteste Straße, so wie Hans Albers sie ja auch hier jetzt besingt.
Und wer in Hamburg gewesen ist, muss mindestens einmal wirklich über die Reeperbahn gegangen sein. Auf der Reeperbahn nach Sommerwein, ob du Mädel hast oder auch kein, amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nach Sommerwein. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht. Mein St. Pauli, bei Nacht. Oh, der Reeperbahn nach Sommerwein, ob du Mädel hast oder ob kein, amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nach Sommerwein. Wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht. Mein St. Pauli, bei Nacht. Ja, und damit endet auch schon wieder unsere kleine Tour. Wir waren nicht lange unterwegs, wir hatten nur diesen einen Tag Zeit, hatten ihn genutzt. Den Hamburger Fischmarkt konnten wir jetzt leider nicht mitnehmen, denn wir sind am Samstag hingefahren und der Hamburger Fischmarkt hat nur sonntags auf. Aber ich hoffe dennoch, man konnte ein wenig was von Hamburg sehen. Ansonsten, ja, wie immer, schaut euch dieses Video an. Ein Däumchen nach oben wäre sehr lieb von euch und ansonsten könnt ihr mich auch direkt auf dieser Seite abonnieren. Also, oder wie ich es gerne ausdrücke, anschauen, liken, abonnieren. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder mit den letzten Eindrücken von Hamburg und sage hasta luego, euer Mitch von Two Streak.